Hi, mein Name ist David Patzke. Ich bin Gründer der Hochwasserschutzprofis und meine Firma hat sich darauf spezialisiert, deutschlandweit den verschiedensten Menschen im Hochwasserschutz zu helfen, indem wir einfach handwerklich verschiedene Produkte umsetzen am Haus, um Starkregen und Hochwasser fernzuhalten. Und wir haben vor 2 Jahren von Desenimo erfahren und haben uns dann relativ schnell für eine Zusammenarbeit entschieden. Damals kam die Empfehlung noch durch einen anderen Handwerkerkollegen und bis jetzt habe ich es nicht bereut. Also ich bin auf Desenimo aufmerksam geworden durch einen befreundeten Handwerker, der gesagt hat, das hat bei ihm super funktioniert mit der neuen Website, weil natürlich auch gerade im Handwerk viele Webseiten aussehen wie selbst gemacht. Und das natürlich auch wenig Vertrauen ausstrahlt auf die Kunden, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze mit Desenimo zu machen, durch eine Empfehlung. Vor der Zusammenarbeit mit Desenimo war es so, wir haben zwar sehr sporadisch immer ein paar Anfragen bekommen über unsere Webseite, aber die Kunden haben tatsächlich immer so ein bisschen sich gefragt, ob es uns überhaupt gibt. Lag wahrscheinlich auch daran, weil die Webseite noch nicht so professionell ausgesehen hat. Und seit wir die neue Webseite haben, kam die Frage eigentlich nie wieder auf. Ja, also die Leute vertrauen uns durch die Webseite und das ist eigentlich der größte Benefit, den wir bis jetzt hatten. Also meine größten Bedenken vor der Zusammenarbeit waren relativ vielfältig. Zum einen, lohnt sich das Investment überhaupt? Lohnt sich es überhaupt, Geld zu investieren in eine neue Webseite? Und zum anderen auch, muss ich jetzt 20, 30 Stunden in der Woche investieren, damit diese Webseite überhaupt zum Laufen, dass wir die überhaupt zum Laufen bekommen? Und vor allem auch, wie gut werde ich unterstützt bei dem Ganzen? Also ist Desenimo da für mich so, dass wir die Webseite in einer relativ kurzen Zeit auch an den Start bekommen, weil oftmals ist es ja so, man lässt es erstmal lange schleifen und dann muss es schnell gehen. Und tatsächlich hat das alles sehr gut funktioniert. Am Ende des Tages habe ich mich dann doch für eine Zusammenarbeit mit Desenimo entschieden, weil das Investment für mich eigentlich in keinem Verhältnis stand. Also es war relativ günstig im Vergleich zu dem, was es mir langfristig bringt, nämlich mehr Kunden, mehr Vertrauen, dass wir uns nicht immer permanent irgendwo rechtfertigen müssen, dass wir eine seriöse Firma sind. Von daher, wir hatten das Ganze abgeschlossen und es ging danach eigentlich relativ schnell los, so dass ich auch nicht im Regen stehen gelassen wurde, nachdem ich halt unterschrieben habe. Das heißt also, ich habe unterschrieben, wir haben uns geeinigt und danach habe ich direkt schon die ersten Aufgaben bekommen und ich konnte direkt loslegen. Also ich muss ganz offen sagen, Desenimo war jetzt nicht die erste Agentur, die ich hatte, um meine Webseite zu verbessern. Allerdings muss ich auch sagen, es war bis jetzt der einfachste und beste Ablauf, weil ich habe einfach ein komplettes Skript bekommen, was braucht die Agentur für Texte. Ich habe das Ganze einfach ausgefüllt, dann gab es wieder ein bisschen Feedback und nach 2-3 Mal hin und her, wo wir uns halt darauf geeinigt haben, wie das Wording ist, welche Bilder wir nutzen, was vielleicht hier gut ist, was vielleicht da gut ist, hat das Ganze funktioniert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, war mir klar, wenn mal eine gewisse Struktur in dem Ablauf drin ist, wie so eine Website überhaupt am besten aufgebaut ist, funktioniert es einfach nebenbei. Ich musste nicht viel tun und nicht viel von meiner Zeit opfern. Und am Ende des Tages war das Ergebnis extrem gut. Nach der Zusammenarbeit mit Desenimo war es so, wir haben relativ schnell gesehen, dass obwohl wir nichts anderes verändert haben,
mehr Anfragen reintrudeln. Das heißt also, es sind wirklich mehr Anfragen gekommen. Ich würde mal sagen 30-40% mehr, obwohl wir genauso viele Klicks bekommen haben wie vorher auch und sich ansonsten nichts verändert hat. Das heißt, das ist eigentlich der beste Beweis dafür, dass eine gute Website, die die Leute überzeugt, nichts anderes ist es ja eigentlich, eine Webseite muss die Leute überzeugen, das ist der beste Beweis dafür, dass eine Webseite die Leute überzeugt, auch mehr Kunden und dementsprechend auch mehr Umsatz bringt. Das heißt also, das Investment vom Anfang hat sich 100-mal ausgezahlt.